Ja. Das war schneller, 10 Minuten. Das ist doch schneller. Lass uns mal, ich habe jetzt ein Pilzhaus hinbaut. Weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Ja, was bringt das, wenn wir kein Wasser haben? Na, Wasser haben wir. Wasser habe ich jetzt 5000 Liter da stehen, das wir haben. Ja, mit der automatischen, aber wenn die nicht funktioniert. Ich habe nicht gesagt, dass das Gewächshaus vielleicht das Problem ist, sondern vielleicht die automatische Bewässerung. Vielleicht erkennt ihr das nicht. Das müssten wir beobachten. Oder sollen wir es jetzt auch noch wegsetzen? Da steht jetzt wieder Güter fehlen, oder? Ja. Man kann es jetzt lassen, aber. Bitte? Lass jetzt, das ist ja wurscht. Das ist so wieder so viel Geldverschwendung dann. Ja. Hälfte haben wir nur noch zurückgebrochen. Ja, das ist ja immer bei den Gebäuden so. Weil es steht zum Beispiel auch, dass null Wasser drin ist. Ich glaube eben, dass diese automatische Bewässerung nicht funktioniert. Wasser steht bei mir 5000 Liter. Ja, so wie bei mir zuerst. Bei mir ist gescheit 5000 Liter, steht 0. Ach, komisch. Ja, funktioniert halt nicht. Kann man nichts machen. Darum habe ich eigentlich gedacht, vielleicht mit einem Fass, wenn wir es händisch anfüllen. Gut, aber da braucht man den, wo das Wasser drauf ist. Eventuell. Da müssen wir halt dann alles testen. Sowas wie ein Wasserhahn gibt's ja nicht oder sowas. Schlauch oder sowas. Kaufen? Ja. Dass man sich quasi eine eigene Stadt oder einen Wassertank, so einen eigenen, was immer. Der Wassertank gibt es, glaube ich. Wo habe ich denn das gesehen? Kirche. Wetterstation. Werkstatt. Elektroladestation. Tankstelle. Irgendwo habe ich das gesehen. Aber wenn dann, dann könnte man das ja natürlich auf unser Grund stellen, was man. Beziehungsweise könnte dann eh uns, kann es eh nur auf unser Grund stellen. Fischzucht. Ja. Das ist auch irgendwann dann cool.
Hopfenplantage. Yeah. Irgendwann will ich das sehen, bilde ich mein. Oder? Irre ich mich. Finde ich jetzt nicht. Aber ich bild meinen, irgendwo gibt's es. Warte mal, Container. Ja, Wassertank gibt's um 3000. Den könnten wir jetzt noch probieren. So, die Pilze stehen dort, meinst du? Ich würde halt irgendwo im Eck platzieren und nicht stören. Unbedingt zum Pilz, was ihr wollt. Wo wir dann nicht unbedingt öfter oft vorbei müssen. Was ist, wenn ich das zwischen den... Gut, dann können wir nicht durchfahren. Oder? Ah gut, 400 mehr. Gut, ich habe ihn jetzt einmal platziert. Die Frage, wie der Wassertank jetzt reinspielt. Mit dem, was mit dem Wassertank hin, füllst du dann auf, als zum Alexis, wie immer. Also da brauchen wir wieder ein Wasser. Ja. Dann, okay, da müssen wir dann. Alter. Dann habe ich ein neues Spiel. Na, es könnte sich ausgehen. Okay, könnte interessant werden. Einfach so rinnt sich dran. Einfach so rinnt's nicht dran. Okay, vielleicht habe ich ihn dann euch platziert. Kann sein. Das wäre zu einfach. Da hätten wir keine automatische Bewässerung gebraucht. Weil ich habe nämlich dort hingestellt, wo nicht der Weg ist. Das ist okay. Sag mal, von irgendeiner Seite zufahren kann. Das weiß ich eben jetzt nicht. So was denn hingestellt? Auf den Stein dort drauf. Aha. Weil ich mir dachte, dort ist ja nicht der Weg. Ja. Aber jetzt haben wir dabei keinen Money für die Dings, außer wir verkaufen die Ballen, die schon sind. Die 8 Stück da. Wir sind das auch gar nicht, oder? Achso, so viel werden wir nicht brauchen. Könnte ich machen, wenn ich dann wieder heute geht irgendwie gefühlsmäßig überhaupt nichts weiter. Warum? Ich weiß nicht. Ein bisschen was abgemäht. Jetzt die Ballen eingesammelt. Ja.
Alles fast fertig. Was sonst? Oh. Was meinst du? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute nicht so produktiv bin. Ja, du machst die ganze Zeit was, oder? Dann bist du produktiv. Ja, das schon. Ja, eben. Was willst du da anders machen? Bis auf Grasballen machen, nicht viel. Aber wenn du willst, kannst du da weiter sehen. Ja, das passt schon. Du hast recht. Kann ein anderes Dings. Das stimmt. Alter. Alter. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den Xbox-Controller nicht genommen habe. Warum? Weil er einen Drall hat und ein Wackelkontakt, das Kabel. Aber es ist die Day One Edition. Ich komm's mal ehrlich, erst. Das ist 10 Jahre schon alte Controller, Alter. PlayStation Control ist das jetzt schon mein dritter in 5 Jahren oder so. Ja gut, wird aber auch mehr benutzt, muss man auch dazu sagen. Oder wie viel? Wann hast du wirklich gespielt? Das stimmt. Also ich finde jetzt nicht, dass wir unproduktiv sind. Hey, jetzt ist dann auch gar nicht so weit. Dann kann es schon droschen werden. Echt? Das ist nice. Naja, das ist der nächste Schritt. Resi, ich hole dich mit meinem Drescher auf. Ich sehen, du Dreschen. Okay, 136 PS Traktor ist für den Arsch. Was, Alter? Über sowas redet. Ich denke, wir werden noch genug solche haben. 136 PS? Ja. Damit können wir nichts ziehen, gescheit. Alter, ich hab die ganze Zeit den Kuba so gezogen und er sagt, wir können nichts ziehen. Dann findet man Traktor scheiße. Glaubst du, wir werden nur Großtraktoren haben? Nein, eh nicht. Na eben, da wird sicher ein paar mit 150, 160 und so noch dabei sein. Bin unser Hauptanteil wahrscheinlich sogar. Sehe, Mähwerk und so könnte der alles dann ziehen, schon mit 136. Ladewagen pressen. Ja, sowas ja. Anhänger. Also ich finde, also ich hätte mir jetzt nicht erwartet, dass so flott alles eigentlich. Hätte man jetzt noch langsamer eigentlich vorgestellt. Ja, sicher, wir haben schon viel erreicht.
sag ich mal, innerhalb der kurzen Zeit. So unproduktiv sehe ich uns heute überhaupt nicht. Sagen dasselbe und jetzt fühlt er sich auf einmal unproduktiv. Oder hast du dann Pfusch gemacht beim Mähen und jetzt fühlst du dich schlecht? Na? Es ist noch genug Gras über. Alles. Ich bin fein. Mit der Gewächshäuser wohnt mich. Na gut, wenn es nicht ist, ist es nicht. Was ist nicht so der. Oh, der Rückschlag. Ja, eh. Aber weißt du, wenn wir schon Gras machen, was ist dann der nächste Schritt, dass wir ein paar Pilze anbauen, ne? Mit Blau. So, das Pharma geht ja. Hm? Was denn? Wolltest du was sagen? Alex? Ich? Ich wollte gar nichts sagen. Achso. Ich wollte nichts sagen. Ich kann das sagen, dass ich jetzt ungefähr die Hälfte habe. Wow. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht schätze ich das nicht so an. Das ist dunkel auch. Eben, deswegen vielleicht schätze ich das nicht gut an. Ich muss jetzt dann auf jeden Fall bald aufhören, weil ich habe immer 28%. Und den Baum muss ich noch wegtransportieren. Der dann da in der Mitte liegt. Das heißt, wir brauchen das Saatgut quasi dann wieder. Ich weiß nicht, ich war noch nicht auftanken. Ich weiß nicht, wie viel dort auf dem Rand ist. Achso, da warst du noch nicht. Nein, jetzt schon. Das tust du mir noch 28%. Wir haben Tank. Achso, na gut. Saatgut steht eh einiges dort noch. Aber doch, du hast gar nichts mehr. Bin dann gleich. Unten bin. Alter, das ist ein Silageballen. Rein Gold zu die Schafe. Na, das war ich, wenn der in dem Haus liegt. Ja. Ja. Ah, okay. Das ist der, den, wo ich das letzte Mal gesagt habe, der ist überblieben. Ah, okay. Den wir vergessen haben, der im Busch war. Okay. Wachsende Pilze? Ich sehe gerade daneben ist ein ganz flacher Stein. Alter, wie lost. Ja gut, aber den können wir ja benutzen. Ja, aber ich habe auch einen anderen, den. Hey, den wissen wir, wo wir nicht benutzen können. Ja. Hey, dann passt hier. Nein, das passt nicht. Warum? Ich habe den Wassertank auf den hohen Stein gestellt. Hey, weil den niedrigen könnten wir ja auch benutzen. Dann steht er ja mitten auf der Fläche. Ah, warte mal, es geht trotzdem, wenn man von der Seite anfahrt. Achso, Mann? Achso, meinst du das? Hm. Also, wenn eine Textur wie beim anderen. Okay, man kann tanken. Das Wasser. Wird halt nicht voll tanken. Ah, ja, testen. Testen und dann. Danke. Weil es ist beim automatischen Bewässerung, das hat mich auch schon so drin gestanden, es kostet was. Und es hat aber nichts gekostet. Ist die Frage, wo ich das Wasser dann einfüllen soll, wenn es eine automatische Bewässerung hat. Hä? Was meinst du?
Aber ich das Wasser einfüllen soll? Ja, normal wie immer. Hinfahren und ranfüllen. Hat sich auch nicht geändert, das kann ich auch sagen. Ist auch gleich geblieben. Bis auf das, dass er keine Anzeige hat, weil das eine automatische Bewässerung ist. Was heißt ist? Na, das ist eine automatische Bewässerung eigentlich. Nein, das ist ein Mod. Gewächshäuser kann man nicht automatisch bewässern. Was sag ich? Ich glaube, der Mod funktioniert nicht. Glaube ich auch. Also es hat ja standardmäßig keine automatische Bewässerung. Aber es kann jetzt natürlich sein, weil es bei dir voll aussieht, dass du nichts einfüllen kannst. Ich kann wirklich nicht einfüllen. Ja, dann warte, dann probiere ich dann. Wenn du draußen bist. Den Traktor. Ja, und Pilze laufen. Warte mal, Schuld. Produzieren schon. Aber was hast du jetzt gemacht? Weil ich konnte Wasser rein. Ja, aber bei dir war es ja schon voll, weil du die automatische Bewässerung angemacht hast. Nochmal. Kannst du die jetzt aufschalten vielleicht? Die ist ja bei dir. Du hast sie eingeschaltet. Ich habe sie ja nicht eingeschalten. Die musst du bei dir ausschalten, nicht ich, bei mir. Dann misst sie aus, drum habe ich ja noch 0. Also jetzt habe ich ein bisschen was drin. Pilze läuft, stimmt. Wenn du mit dem Wasser dann anfüllst, kann ich den Rest dann auch noch anfüllen. Dann könnte man theoretisch eben auch ein Blumending hinbauen. Dabei nicht, weil das 3000 kostet. 1500 kostet das. Ah, das, okay, dann verkaufen wir einen Ballen und. Ja, gut, verkaufen wir dann eh. Dann verkaufen wir eh alle und dann kaufen wir uns das Beet dazu. Ach, Hälfte würde ich schätzen, bin ich. Ich habe jetzt die automatische Bewässerung ausgeschaltet bei mir. Jo. Ich das war die auch weggeht. Das ist jetzt die andere Sache. Wir haben aber ich bin ursauer jetzt, weißt du das? Wieso? Aber die Pilze sind schon fast bei 300. Hätten wir das von Anfang an so gemacht. Kohle reinrennen. Kohle reinrennen. Wie viel kostet uns das Gewächshaus eigentlich? 1500. Was nein. Das sind doch auch laufende Kosten. Also nicht, du hast es gebaut. Du hast ja vorhin welche gebaut. Alter, keine Ahnung, aber was wird das sein? 10 maximal oder so. Okay. Gewächshaus halt. Pro Monat. Ist ein kleines Gebäude. Ah, jetzt kann ich Wasser einfüllen. Ah, super. Ich müsste eigentlich dann gleich eine Pilzdings dort stehen. Das hat schon. Ich lasse den Antrag durch. Ist halt nicht die Frage, ob wenn es so schnell geht, ob wir das nicht auf Direktverkaufen machen sollten. Ja, schauen wir mal, wie schnell. Ja, ist schon ein Viertel voll. Palette sehe ich da nämlich noch keine. Ja, die wird dann in 1000er Dings kommen. Wahrscheinlich, ja. Aber wir können sie mal lassen. Wir können die ersten ja lassen und dann können wir immer noch umstellen. Aber was die dann voll ist und dann keine. Das müssen wir ja auch dann machen. Wasser kostet halt viel dann. Weil da müssen wir laufend nachgeben, wirklich. Weiß gar nicht, was Verbrauch ist.
Dankeschön. 100 Wasser sind 100 Pilze. Wie oft geht das pro Monat? 144 Zyklen pro Monat. Fast. 1000. So ordentlich. Dann 14 mal 2000 sind 28.000. Aber der Tank hat nicht viel Inhalt. Da müssen wir einen großen Wassertank hinschen, schon fast. Bei der fast 8000 Liter. Und den habe ich jetzt nicht vollgekriegt, weil ich mir dachte, da bin ich ein Geld. Also, das hat mit der Bewässerung. Bitte? Also, dass das mit der Bewässerung wieder nicht funktioniert. Ja. Aber ja, das ist halt wieder dieses. Es hat schnell Verbrauch, aber es ist halt wieder viel wert. Das ist halt wieder der Nachteil. Ja. Jetzt können wir uns halt überlegen, ob wir dann noch ein Pilz hingeben oder Blumen. Ich will Blumen, dann haben wir von beiden was, oder? Mhm, passt. Weil das ist gleich viel, also. Ja, ob man damit was produzieren kann oder so, dann irgendwann. Pilze kann man sicher für irgendwas brauchen. Pizzerie oder so. Wie meinst du? Ich mache eine Pizzeria auf der Pizzeria à la Magic Mushrooms, ne? Sagt er, da geht schon was weiter jetzt. Noch dreschen. Dreschen kann man aber noch nicht, oder? Ja, aber es ist das nächste, was wir machen können. Mhm. Uff, das ist dunkelgrün. Das freue ich mich schon. Dann Zahn auf der Kran. Ah ja, gern. Dreschen. Das Feld. Niemand sonst. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin gespannt jetzt. Aber ich bin jetzt mit der Sämaschine bei keinem Baumstumpf hängen geblieben. Jetzt. Ah, okay. Also ich habe ich alles so schön knapp runtergestellt, dass das überhaupt kein Problem ist. Also weiß ich ja nicht, ob die Fräse, weil ich nehme an, weil die Sämaschine liegt ja auch am Boden auf. Ob die dann notwendig ist, meinst du? Ja, wenn der Mähdrescher das dann auch schafft. Ich weiß halt nicht, ob jetzt alle drüben abgeschnitten sind, weil beim Gruber habe ich halt, was sehe nicht so. Der ist meistens drüber gefahren über alle. Mhm. Müsstest du beurteilen. Da bin ich mir nicht sicher. Dann müsste man die halt abschneiden und dann. Hast du noch? Ich werde wahrscheinlich noch einmal fahren müssen. Jetzt habe ich gerade lade ich gerade den 12. auf. Das wird sich nicht ganz ausgehen. Ich glaube nicht. Ich glaube um ein oder zwei oder so liegen dann zu viel. Aber schauen wir mal. Vielleicht habe ich mich Nein, da liegen auch noch welche. Eine Palette steht schon da, Pilze.